Hallo und herzlich willkommen zu Season 3 von Let's Play Together Critical Error Minecraft. Ja, wir mussten neu starten. Wir haben uns von Marv getrennt. Vielleicht hat er ja schon ein, zwei Fans. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall hier bei uns nicht mehr. Weil er so ein guter Kerl ist, der den Clan oder beziehungsweise unsere Truppe selbstständig verlassen hat. War er so fair und hat von unserem Server, der eigentlich für euch gedacht war, erst die Map draufgeladen und sie jetzt gelöscht, wodurch sämtliche Aufnahmen von Minecraft sind. Und das nächste ist dann, dass ich jetzt auf dem Vanilla Texture Pack spielen muss, da tja, mein Texture Pack irgendwie buggy ist seit der neuesten Version und wir spielen auch noch auf 1.2.2. Hoffen allerdings, dass wir hier im Laufe der Zeit auf 1.2.4 umswitchen können und wir sind einmal Kenny. Hi. Hi, genau. So, einmal Kresskamm, der ist neu, der kann sich nicht mal einen Skin leisten. Hey, hey, ja. So, und einmal der gute alte Russ, der alte Haudegen, der miese Fasermacker. Der Scheinkrieber. Ja, leckt nicht. So. Okay. Basti, wie soll ich ein Haus dieses Mal in die Luft sprengen? Am besten gar nicht. So, dann machen wir es einfach so. Ihr drei geht in die Richtung und ich in die. Alles klar, folgt mir. Team Legend, let's go. Okay. Das wäre ja mal spannend. Alleine. Schnell, folgt mir. Steckt euch, buddelt euch ein. Tötet es, bevor es Eier legt. Oh lol, wieso ist denn das hinter uns? Wo ist Matze? What the foo? Ja, Wood ist eine gute Alternative. Die Ente hat mich angequarkt. Wollen wir sie schlachten? Töte sie. Töte es, bevor es Eier legt. Die lose Ente, wie heißt die noch? Angry Chico. Mark. Nennt mir sie Donald Duck. Nein, bei Gronkh gibt's immer so eine. Wie heißt bitte die? Wer? Ja, genau der. Schön, dass wir keine das Fanboys haben. Ente. Angry Chicken. Ach genau, Angry Chicken. Den Namen noch, hatte ich vergessen. Du bist Matze, ja das Huhn zu vergewaltigen. Aber ich brauch was zu futtern. Nein. Such mal das Tier Kohle. Muss auch leben. Tja, wir starten jetzt nur zu viert. Wo bist denn du schon wieder? Da hinten. Tot. Ich will wieder so einen coolen Lava-Iglo. Holz in seinen Arms. Nein, ich will einen Lava-Iglo. Ja, und Holz in seinen Arms. Wie viel Holz brauchen wir denn aktuell? 47.000. Jeder so 30 hätte was. Jeder so 50 Millionen? Alles nein, klar. Jeder so 30. Es ist 1 Uhr morgens und ich muss morgen arbeiten, aber das interessiert ja keinen. Ja, zu der Tatsache, dass wir relativ wenige sind, der 15-Jährige musste schlafen. Der ist nicht da. Basti, was ist eigentlich mit unserem Pedo-Bär? Wo haben wir den gelassen? Tja, leider beim Amt. Aber wir hoffen, wir können ihn auf Kaution rausholen, dass er auch mal wieder bei uns vorbeischaut. Neben den ganzen Brüstekneten und Alkohol. Ja. Das ist ein Insider. Definitiv. Ja, aber da hast du recht, da habe ich vorhin auch drüber nachgedacht, ob wir den mal anquatschen, aber der ist ja gleich weggegangen in dem Moment. Genau. Ich hoffe einfach, ich werde in dieser Episode nicht so oft sterben. Ja. Ganz im Ernst, ich bin der Einzige, der Season 2 ohne Tod überstanden hat. Ihr Noobs. Echt? Ja, ich bin nicht gestorben. Ich möchte dich nicht enttäuschen, aber meine Bilanz sieht wie folgt aus. Ich bin in jeder Episode, in der ich war gestorben. Du warst doch erst einer dabei, du Lappen. Folge meiner. Das kann nicht jeder wissen. Ja, da hätten sich jetzt die richtigen so Fans gezeigt. Ernst, aber nein, da muss ich mir gleich wieder alles kaputt machen. Ja. Fans. Also in Season 1 bin ich definitiv zu oft gestorben. Das lag aber an einer gewissen Person. Ja, an dir selbst, Bitch. Nein, eigentlich an dir. Also niemals. Wer hat denn meinen Lieben angezündet? Du selber hast da Lava drüber gekippt. Ja, aber du hast ihn gottverdammt nochmal wie alles andere da. Ich bin also ich möchte nicht sagen, aber wir sollten aktuell vielleicht mal die ganzen Bäume wegholzen. Bin ich bei. Ja, das sehe ich. Wieso ist dann hier oben so viel Holz? Das ist nicht meiner. Es wird dunkel. Du wärst hier schon wieder ein böser Mensch gewesen. Oh, dann sollten wir uns vielleicht
Eingraben. Die Waffen kaufen, Waffen machen, Waffen bauen. Ja, typisch. Nico muss wieder derbe anderen aufs Maul hauen. Eine Holzrüstung. Eine Holzrüstung. Wir können uns einen ganz hohen Turm bauen, wo die Zombies einfach nicht rankommen. So ein Holzturm, ne, Basti? Ja. Oder wir stellen uns mit einem Schwert hin und warten auf sie. Nein, dann ficken die uns. Nein! Ah, ja. Ihr wisst ja, wer sterben muss, ne? Aber meinst du? Brauch eine Schaufel. Willst du einen Zombie mit der Schaufel erschlagen? Ja. Scheiße, war nicht schnell. Okay, aktuell, wie sieht's aus? Wo bauen wir uns auf? Keine Ahnung. Irgendwo, wo es grün ist. Kohle und Schafe jagen. Kohle jagen? Hm? Nee, das macht Sinn. Ich gehe auf wo Kohle jagen. Ah, ich sehe euch. Also ich stehe direkt hinter dir, Nico. Ich habe aktuell dezent Lust, mich hier von diesem Berg verdünnisieren. Ich habe aktuell dezent Lust, uns irgendwo einzugraben. Wie wär's hier? Wüste? 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 Dorf? Wüste eventuell? Dorf? Wo ist die Wüste? Eventuell Dorf? Ja, hier genau gegenüber vom Schneegebiet. Ziemlich wo bist denn du, Basti? Basti, wo bist du? Ich sag mal Koordinaten. Bist du schon wieder zur Wüste gerannt, frage ich so. Ja. Dann müsste ich dich ja eigentlich finden, weil die Wüste war da. Warte lang. Zur Wüste. Irgendwas läuft von mir weg, das Nico. Nico, warum wo läufst du denn? Läufst du in die richtige Richtung? Ich lauf das irgendwie her. Dann bin ich ja beruhigt. Ah doch, aktuell. Basti, wo bist du, Wüste? Warte. Ist da gerade einer vom Berg gesprungen? Die ist ja fast groß. Ich klettere gerade so einen Hügel hoch. Hinter euch. Ich muss meine Zigarette abschen. Hinter euch. Wo hinter uns? Euch. Da ist der Mann. Die sind hier gerade voller Mappenhafen, diese miesen Viecher da. So, lasst uns als Gruppe bitte. Als Gruppe. Angst. Komm her, du scheiß Spinne. Guck, Nico hat schon. Der geht wieder wie ein behinderter Berserker drauf los. Tja, top lane. Todeste. Da kommt Basti. Basti, was geht? Brüste kneten. Mach was ihr wollt, ich bleib hier oben. Nein, du kommst jetzt mit. Du hast halt eine Spinne hinter dir. Nein. Dann haut ruf! Ja, mach ich doch schon, die. Wo ist sie? Aua! So, alle mitkommen. Wir gehen dahin zu den Hügeln. Ich bin dafür dahin. Ich hab nur ein Schwert. Egal, reicht. Ja, musst... aber aktuell. Siehst du die ganzen Skelette da? Du musst die alle töten. Träum weiter. Siehst du die links die drei Creeper? Die finde ich viel lustiger. Meine Freunde. Arm. Meine Brüder. Ja. Totes Skelett. Hast schon wieder eins. Irgendwer schießt auf mich, was? Ich hab nur ein Herz. Ja, ich hab noch drei. Ich grab mich jetzt ein. Könnt mir erzählen, was ihr wollt. Nee, ich rette mich danke. Ein. Klappe zu ab. Sagt mir einer, wann es wieder Tag ist. Ja, ich sag's dir. Ich bin ganz oben. So weit oben kommt kein Creeper hin. Sag mal, sind ich hier irgendwie die einzigen, die Eier haben? Ja, so immer. Ja, fick dich, ich habe nur noch ein Herz. Ein verficktes Herz. Wo krieg ich eigentlich mehr als vier Fleischstückchen her? Creeper! Ich hätte ihn ins Loch gelassen. Fick dich, Basti. Wollt ihr mich verarschen? Ich grab mich ein, spreng mir Ruff einfach mal die Decke über dem Kopf weg. Egal! Oh Gott! Creeper! Ich hab nur noch ein halbes verdammtes Herz. Ein halbes. Da ist ein Loch im Wüstenboden. Ihr könnt mir da bitte irgendwie was zu essen reinschmeißen. Wo? Ja, ich hätte auch irgendwann demnächst schon essen, aber. Hier, ja. Hier ist ein Loch, da könnt ihr Essen reinschmeißen. Hi! Hi Nico! Nochmal nach links. Nach links? Ach, wenn ihr könnt mir von mir aus noch Rotten Flash hier reinschmeißen, solange das genug ist. Nee, ich bin gerade beschäftigt mit Bauen. Mit Bauen? Baut ihr euch da schon ein Haus oder was? Ein Haus?
Ich sitze auf einem 1x1-Turm und warte darauf, dass es hell wird. Nein, mein Turm ist größer. Wo ist Basti? Basti ist auch hier oben. Warum bin ich der Einzige, der hier unten ist? Weiß ich nicht, hier ja. Ist ziemlich safe. Du weißt doch, der Müll kommt in den Keller. Also ich, wer das mit Zacken braucht, kann sich nachher bei mir bedienen. Russ, ich werde dich besamen. Bitte nicht. Treff erstmal das Loch, du Spaß. Das ist scheiße. Ja, da habe ich dich halt mit meinem Samen vollgesprüht. Du hast anscheinend das Problem, das Loch zu finden, das ist sehr interessant. Aber wollen wir echt unser Häuschen in der Wüste bauen? Ich werde ihn bekackern. Ja los, komm, kack mich an. Kakteen. Ich kaktete ihn an. Hilfe, denn mir steht ein Kaktus, wenn ich dagegen laufe, bin ich tot. Vergangenheitsform, gekaktet. Kaktet? Gekaktet. Oh, wow. Schlechte Idee. Wo kann ich mich hier runtergraben, ohne dabei drauf zu gehen? Gar nicht. Bist du behindert? Warum? Pass auf, du musst einfach so machen, du musst einfach so weit springen, dass du direkt ins Wasser kommst, da hinten. Das geht. Nein, ich grab mich runter. Wieso denn jetzt schon? Weil ich jetzt erstmal genug Schwerter habe. Aber keine Holzrüstung. Ah! Er ist mein persönlicher Held, er lässt die Workbench einfach in der Luft stehen. Sehr gut. Scheiß auf die Workbench, ich hab mehr als eine, aber ich hab noch ein halbes Herz. Na, dann geht man natürlich Mobs kloppen. Ja. Das ist die Lösung. Was? Was? Ah! Du bist ein Wichser. Da hat's geknallt. Ey, du Bastard, kannst du dir selber mal Holz zulegen? Gib mein was? Holz wieder, Junge. Ja, komm das her. Das ist so ein mieser Wichser. Ja, komm her, ich hab hier deine 4 Holz. Ich muss erstmal runterkommen, Bob. Ja, springen. Na, Marsch. Deswegen habe ich die Bäume ja abgeholzt, einfach nur um euch zu ärgern. Oh, jetzt muss er sich eine Treppe bauen, weil er eine Pussy ist. Eine kleine Prinzessin. Du bist so ein... Boah, ich ganz viel Holz. Das dürft ihr mir gleich alles wiedergeben. Ich war noch oben, ich habe nichts eingesammelt. Ich glaube, mit Season 3 ohne Sterben wird nichts, Russ, oder? Ja, super, wenn ihr so asozial seid. Leute, ich habe dich das einmal gehittet. Tommy. Ja, einmal. Weil ich ein Herz habe. Das habe ich jetzt aber auch schon ungefähr seit 15 Minuten geprägt. Habe ich vergessen. Ich habe auch nicht mehr. Weißt du, was mir da spontan so einfällt? Puh. Finne. Doof gelaufen. So, meine Sachen bitte, wieder. Ja. Du bringst Gegner mit. Ich bin weg. Ich auch. Ihr seid solche Lappen. Was kriegst du denn? Ja, au. Wo ist die Spinne? So, gib mir meine Sachen. Lol. Nein, ich bin tot. Bob. Ich heb meine Sachen auf. Wo seid ihr? Ach ja, ich habe übrigens hier ein tierisches Orientierungsproblem gespielt. Ich sehe hier ganz große Viecher. Mach doch was ihr wollt, ich bleib hier oben. Ich habe hier was. Was kriegst du denn, Russ? Vorschlag, 2 Herzen abzieht. Ich bin der Meinung, ich müsste ein bisschen Erde kriegen, irgendwie 25. Und hier so dieses Buchenholz hier, das hier, 43 Stück waren das. Die habe ich nicht. Ich bin tot. Lars, wie? Hab ich nicht. Mach nicht. Wer hat von euch 43 Birkenholz? Ich hab 44. Ja, nicht Birke, Esche, was weiß ich. Ich. 44 hab ich hingeschmissen. Die muss. Zwei ah, da liegt. Schlag nehmen. Und der Sand. Ja, 44. Hallo, du das großes ist. Tier. Jetzt ist es vom. Ah, da ist es. Wo ist dieses Viech? Ja, wenn's schwarz ist, angucken. Also nicht ins Gesicht gucken. Ach so, mehr muss ich nicht machen. Ja, sonst fickt es dich um. Toll. Es ist, praktisch mit, es ist praktisch, Nikos Schwerter zu haben. Hm. Ja, finde ich auch. Ja, ich schlag mich so. Ich schlag hier die. Ich bin tot. Ja, wie gesagt, nicht die schwarzen Typen angreifen, die ficken dich tot. Ja, schwarze sind gefährlich. Richtig. So, wo gehen wir hin? Ja, das frage ich mich auch. Wollt ihr auf mich warten? Also wenn ja, ich von hier gucke, von hier in die Richtung, da ist irgendwas gebäumt. Wir gehen der Sonne entgegen. Würde ich auch sagen. Ja, wir warten auf Nico erst, ihr Lappen. Ich bin hier so ziemlich im Eis gefangen. Ja, komm mal wieder hier hin, du. Ja, das geht nicht. Geh mal dahin, wo du gespawnt bist. Wo bin ich gespawnt? Das weißt du selbst am besten. Du bist da schließlich gespawnt. Ich hab in diesem Spiel. Ich hab in diesem Spiel. Ah, ich sehe euch.
Also zumindest mal, ich sehe lauter Spinnen und Creeper.